So, ich bin mal wieder in der Werkstatt unten seit einer ganzen Weile und hab was mitgebracht. Das Buch der Freundschaft mit dem Einhorn. Ja, Problem mit dem Buch. Das ist wohl beim Binden nicht richtig abgeschnitten worden. Und jetzt kommt's, wenn man blättert, hat man Seite 29, 32, weil das ist nicht richtig geschnitten worden. Die Seiten oben, das mache ich jetzt mal so. Die Seiten sind noch zu. Ne? Und Scheiße, jetzt kommt natürlich meine Tochter und ist traurig, weil sie das Buch der Freundschaft nicht lesen kann. Papa wird's richten. Das wird entweder die geilste Idee aller Zeiten oder die beschissenste Idee aller Zeiten. Ich hoffe, ich verliere keinen Finger. Aber das kriegen wir schon gebacken. Ne? So, ihr seht es richtig. Das ist meine Bandsäge. Die Sabre 350 von Record Power. Jetzt gucken wir mal. Ich mache den Sauger an. So. Ob wir die Scheiße hier nicht gründlich abgeschnitten kriegen, ohne den Umschlag zu beschädigen. So. Das ist eine Scheißidee. Definitiv eine Scheißidee. Aber für meine Tochter, ob euch auf den Finger bis 5 oder 12. Und das muss ich so einlegen, dass das alles gründig ist. Der Einband ist auch nicht wirklich gültig. So. Alter, was für eine Scheiße Scheiße, war nicht genug. Ein paar Seiten sind noch drin. Ja, egal. Funktioniert gut ja schon mal. Jetzt können wir nochmal nachziehen. Papier ist auch bloß Holz, nur halt anders, ne? Also, Record Power Base Band, Sabre 350, ne? Buch schneiden. Check. Kind, nimm doch mal ein Buch, haben sie zu mir gesagt. Gesagt, tun, getan. Die Record Power Sabre 350 kann sogar was für Bildung, Einhörner, kleine Mädchen und mich tun. Was soll ich sagen? Buch gerettet, Tochter glücklich. Ich bin so pornös.